Der folgende Beitrag wurde von TVW4 Waldviertler Internetfernsehen in Kooperation mit Waldviertler Wohlviertel Region Nationalpark Thayertal produziert. Karriere mit Lehre. Unter diesem Motto stand die Veranstaltung der Firma Pollmann. Dabei wurde den Interessierten die Möglichkeiten und Vorteile einer Lehre bei der Firma Pollmann in Karlstein vorgestellt. Die heutige Veranstaltung dient als Informationsveranstaltung, dass wir den jungen Leuten, den zukünftigen Fachkräften von Pollmann zeigen können, welche Lehrlingsausbildung wir ihnen zukommen lassen, zu welchen Fachkräften wir sie ausbilden können und welche Zukunft, dass sie mit ihrem Lehrberuf, mit ihrem Fachberuf dann später hier bei Pollmann haben können. Es ist uns wichtig, dass wir unsere Fachkräfte selbst ausbilden und es ist uns wichtig, dass unsere Fachkräfte hier in der Region bei Pollmann bleiben. Die Lehrlingsausbildung hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert und die Lehrlinge, die jungen Leute, die hier heute sitzen, ich hoffe, dass wir viele davon mitnehmen können, weil ihr seid die Führungskräfte, ihr seid die Facharbeiter, die die Firma Pollmann in der Zukunft braucht. Wir sind bereit, in euch zu investieren, wir sind bereit, euch eine Ausbildung zukommen zu lassen, euch zu Facharbeitern auszubilden, damit ihr dann gemeinsam mit uns einen Erfolgsweg gehen könnt und dass wir hier im Waldviertel in Karlstein noch lange ein erfolgreiches Unternehmen am Standort haben. Pollmann fertigt Komponenten aus Kunststoff und Metall und in der Kombination Kunststoff-Metall-Verbindungen ausschließlich für die Automobilindustrie. Wir machen jetzt keine kompletten Produkte, die sozusagen gleich direkt an BMW oder an Audi oder an Mercedes geliefert werden, sondern wir machen Einzelteile, die dann wieder an Unternehmen wie Bosch, Continental, Webasto, Inalfa, Brose oder wie sie alle heißen geliefert werden. Die machen dann aus vielen Komponenten, die sie zukaufen, eine Gesamtkomponente. Eine Bremse, eine elektrische Lenkung, ein Scheibenwischersystem, Scheibenwerfersysteme etc. etc. Und die gehen dann an die großen Automobilhersteller. Wir liefern sozusagen in der zweiten Lieferkette Einzelkomponenten. Wir haben momentan 35 Lehrlinge bei Pollmann in die 4 Lehrjahre in 7 Lehrberufen und davon sind nur 4 Mädchen zurzeit. Also Mädchen an die Front, an die Wand. Gern gesehen. Die Ausbildung ist eine duale Ausbildung, heißt das, also es geschieht eine theoretische Ausbildung und eine praktische Ausbildung. Die theoretische Ausbildung erfolgt in der Berufsschule und firmenintern mit einer Theorieausbildung. Und die Praxis besteht eben aus Projekten und die Praxis, wo man dann mitarbeitet bei den einzelnen Abteilungen dann schon. Ja. Ich glaube, das, was wichtig ist, ist, was hier transferiert werden soll. Es ist nicht so, dass die Lehrlinge in die Berufsschule geschickt werden, um das zu lernen, sondern nein, es ist bei uns auch im Haus eine theoretische Ausbildung zu der Schulausbildung dazu, was natürlich die Qualität der Ausbildung sehr deutlich anhebt. Ne? Pollmann investiert im Jahr 600.000 Euro in die Ausbildung der Lehrlinge. Also nur um ein Verständnis zu bekommen, wie wichtig das uns das Thema Lehrlingsausbildung ist. Pollmann ist international tätig und wir bieten den jahrgangsbesten Lehrlingen der 4. Klasse die Chance für einen 14-tägigen Besuch eines ausländischen Standortes, das ist entweder 14 Tage China oder 14 Tage Amerika. Man wird dann dort entsprechend der Qualifikation und der Ausbildung 14 Tage eingesetzt. Man kann dort mit den Kollegen aus China oder Amerika mitarbeiten, aber man hat natürlich auch die Chance, und da gibt es auch ein Programm dafür, die Kultur und das Land auch kennenzulernen. Also da wird jetzt nicht nur 14 Tage gearbeitet bis zum Umfallen, sondern ihr kriegt dann auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel die Stadt Shanghai zu sehen oder diese Dinge, ein bisschen einen Eindruck von dem Leben aus China mitzunehmen. Ich glaube, das ist eine tolle Möglichkeit, eine ganz tolle Chance und sie wird auch von allen sehr, sehr gerne genutzt. Im Anschluss an den Vortrag konnte ein Teil der Betriebsstätte besichtigt werden.
Mit über 500 Beschäftigten zählt die Firma Pollmann zu den größten Dienstgebern in unserer Region und somit zu den Top-Betrieben des Waldviertels. Weitere Informationen über die Firma Pollmann finden Sie im Internet unter www.pollmann.at.